100er Block, 100er Block. Dann das hier mal schon mal schön stapeln und dann auch mal die 100er Blöcke rein. Ist in Ordnung. So, wie sieht's denn da aus? 100er Block, 100er Block, 100er Block. Ich hole jetzt mal alle 100er Blöcke raus. Und dann stapeln wir mal fies durch. Aber wie ich sehe, haben wir davon wirklich viel. Oh Gott, ey. Mamma mia, wie Mario sagt. Mamma mia. It's a me, Mario. Ja, einer der ältesten und bekanntesten Videospielfiguren, ne? Mit dem ewig zweiten Sonic. Kann ja auch ein Leid tun, der Igel, ne? Der wollte immer so unheimlich schnell sein, ist aber immer ewig zweiter, ne? Ja, ist schon krass. So, das haben wir auch. Was Heike nächste sagt? Holz. Das nächste ist dann Holz. Holz, 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 Holz. H-O-L-Z, Holz. Danke sehr. Da machen wir nochmal ein Holz reinkloppen. Dann brauchen wir hier nochmal die Setzlinge setzen. Machen wir ja schön hier außen. Setzling, Setzling, ganz viele Setzlinge. Mittlerweile haben wir eine richtig hohe Baumpopulation hier, ey. Hammer geil. Wird langsam hier zu einem Wald. Das wird immer mehr Bäumlichkeiten, ne? Wir haben so, schon sowieso viel Holz. Und es wird nicht weniger. Das ist das Geile. Es wird nicht weniger. So, Holz halt gesagt. So, Holz, Holz, Holz. So, alles, was an Holz hergeht. Und da brauchen wir dann auch wirklich nur Holz reinmachen, weil ist so. Ja? Es ist ja sowieso schon so viel. Noch mehr Holz. Und das ist alles nur so Bauzeug. Vielleicht rupp ich sogar Sagittarius ab. Müssen wir mal gucken. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Dann bauen wir einen anständigen Turm dafür oder sowas. So mit 500 Meter Aussicht. Oder einen Kilometer, je nachdem, was die Wetterlage hergibt. Dann könnte ich so eine riesen Mauer drum bauen, so einen Schutzwall und hast du nicht gesehen. Müssen wir mal gucken. Oder so ein Graben ziehen, ne? Dass die Saurier nicht durchkommen. Haben wir so einen Graben, machen wir sonst so eine Brücke. Ha? Mit einem Tor, wäre eine Möglichkeit. Haben wir hier Holz ohne Ende. Holz, 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 Holz. Hier ist auch noch mehr Holz. Und danach machen wir Sonderholz. Da kommt die Holzkohle rein und dieses komische Dunkelholz und Pipapo. Ne? Das machen wir dann da rein. Eieieiei. Aber so langsam kommen wir voran, ne? Hätte ich gewusst, dass ich heute nur sortiere. Ich weiß nicht. So. Guten Tag. So, da haben wir Holz. Der 100er Block, der 100er Block, der 100er Block. Dann haben wir die schon mal drinne. So, das haben wir gestapelt, das haben wir gestapelt. Dann kommt das auch wieder mal hier rein. Dann stapeln wir das, dann haben wir das nochmal. Und dann sehen wir, dass wir hier Holz haben. So, dann kommt Sonderholz. Ne, wir haben keine Schilder mehr. Wir haben keine Anschlagschilder mehr. Das heißt, wir brauchen doch nochmal Holz. Nehmen wir uns aber direkterweise das Holz hier raus. Wir haben es ja hier. Dann haben wir irgendwo hier die Dinger nicht. Da hier, die hier. Dann bauen wir mal Anschlag.
Ja, und so ist das dann halt gedacht, egal was ich dann herstelle, brauche oder tue, ich habe es dann immer sozusagen hier einfach griffbereit und finde es dann auch. Bis jetzt war das ja einfach mal so, ja, ich hab's und klopf's irgendwo drin. Und jetzt so mit diesen schönen Häuschen, mit dem Keller und so weiter, dann können wir endlich mal sortieren, ne? Dann kriegen wir hier mal ein anständiges Gameplay rein, ne? So einfach ist das manchmal. So, dann kommt da wieder ein Holz rein, das Holz. Das heißt, der angefangene Block kommt raus. Dann kommt das alles hier rein. Das ist sehr schön. Dann machen wir hier das mal auf. Dann kommt hier Sonderholz hin. S-O-N-D-E-R Holz. Sonderholz. Das ist aber ganz schön sonderbar. Wow. Endlich mal sortiert. Ich mach mal die Toilettentür zu, das nervt hier. Machen wir hier auch mal alles zu. So. So. Passt. Muss hier nicht immer alles offen stehen bleiben, ne? So, dann machen wir Holzkohle, Dunkelholz und alles, was dieses Sonderholz ist. Und dann müssen wir mal schauen, wir mal hier rin. Was haben wir denn da? Nischt, 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 nischt. Da ist auch nichts und dann ist da auch nichts. Gut. Sonderholz, Sonderholz. Was haben wir da drinnen? Nix, 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 nix. Dann haben wir Leder und Chitin kommt danach. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, immer eins nach dem anderen. Lieber einmal vernünftig sortiert, als immer wieder tausendmal rumgeirrt nachher. Mhm. Was ist denn das da eigentlich? Horizontales Wasserrohr. Mhm. Hätte ich auch gesagt. So, hier haben wir Sonderholz. Na, da haben wir schon mal was. Sonderholz. Hier ist natürlich die Frage, wie viel Sonderholz wir insgesamt hier nachher zu... So, Inventar öffnen. Da nehme ich auch Sonderholz drin, ne? Hab's doch geahnt. Ja. Und da in diesem Verarbeitungsteil, hier, das hier, müssten wir auch Sonderholz haben. Inventar öffnen. Ja, haben wir auch da drin, ne? Sonderholz. Danke. Und hier ist auch noch Glas drin und alles sowas. Oh Gott, ey. Wahnsinn. Es wird langsam dunkel. Oder ist es schon dunkel? Hm? Weiß nicht, wie dunkel das hier wird insgesamt. So, einmal Sonderholz. Holzkohle. Holzkohle. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Holzkohle noch anfangen kann. Da müssen wir mal gucken. So, Holzkohle. Und dann machen wir hier nochmal Dunkelholz rein. Da haben wir Sonderholz alles drin. Jetzt. Es kann erreichen zwei oder eine Kiste. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist natürlich ein bisschen ein Überhang blöd. Wenn ich es hier hinsetze, geht es bis dahin. Und dann das nächste. Naja, okay. Müssen wir so machen. Das heißt, dann machen wir hier hin. Da ist Chitin und Leder. Das ist halt so. Chitin und Leder. Lassen wir das mal sozusagen vom Leder. Muss mal kurz mal was gucken. So, da wird nichts mehr. So, okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist nichts Großartiges mehr. Da ist nur Baumaterial drin. Ne? Das ist auch im Prinzip Baumaterial. Ein bisschen Erz. Das ist auch ein bisschen Erz. Das ist hauptsächlich Baumaterial. Gut, Rohstoffe ist da nur noch Erz hauptsächlich. Schauen wir mal. Also, Chitin und Leder. Hier haben wir Leder. Da haben wir Chitin. Und ich kriege Wasser. Das ist sehr schön. Coole Nummer. Ich kann endlich mal was trinken. Oh ja.
Süffelpower ist was Schönes. Lecker, lecker, lecker. Das ist Sonderbiomaterial. Da müssen wir auch wieder so eine Sonderkiste machen dafür. Oh ja, Leder, Leder, Leder. Also wenn wir was haben, haben wir Leder. Haben wir Leder hier und Chitin, Leute. Mann, hält ja keiner aus. Da hat gerade jemand gefurzt. Fell haben wir auch noch. Ach du grüne Neune. Chitin, Leder, Fell. Chitin, Leder, Fell. Ja, so nochmal Fell. Chitin, Leder, Fell. Na, tolle Nummer. Hier ist auch nochmal Leder. Knochen hätte ich auch noch. Gott. Chitin, Leder, Fell, Knochen. Knochen kann ich mit den Sondermaterialien reinkloppen. Oh, Mann. Wir sind schon zu schwer. Wir müssen mal gucken, wie schwer wir werden. Ob wir das hier schaffen in einer Tour. Mal gucken. Noch können wir laufen. Boah, nochmal ein 98er Block. Ah, nicht die gleiche Kiste. Nochmal Material. Oh, das ist, wie viel Zeug ich hier habe. Das. Ne, jetzt steht. Jetzt. Na doch noch. Wolltest du sagen, jetzt stecken wir fest, aber nee. Hier haben wir nochmal Leder. Oh Gott. Und dann haben wir hier nichts mehr. Okay, wir kriegen es in einer Tour. Auch wenn die jetzt nicht besonders schnell ist. Ich kann auch nicht mal rennen. Oh Gott, ey. Ja. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, könnt ihr euch eine Zwischenmahlzeit gönnen. Jetzt so wie die Reise zwischen zwei Planeten. Star Citizen, da. Wäre so ungefähr die Wegstrecke. Hallo Dodo. Na, hast du gerade dahin gemockert, hä? Mann, 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 das müffelt hier wieder. Hast du so viel gefuttert, hä? Ah, die Decke sieht auch geil aus. Geil, geil, geil. Schöner Materialmix. Hui. Regen soll's geben. 19 Grad Celsius. 90, keine Ahnung. Luftfeuchtigkeit. Wir sind gerade in der Anfängerprärie. So, Chitin, Lederfell, habe ich gesagt, wa? Chitin, Lederfell. So, also, fangen wir mal mit den Chitin an. Machen wir da uns mal die berühmten 100er Blöcke raus. Chitin, Chitin, Chitin und Chitin. Gut, haben wir. Dann kommt das Quatsch. Dann kommt das Leder. Dann machen wir auch erstmal die 100er Blöcke weg. So also viele 100er Blöcke habe ich jetzt hier gerade gar nicht, sehe ich gerade. So, jetzt. So, okay. Jetzt haben wir die 100er Blöcke. Wow. Dann kommt Fell. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir als nächstes sortieren wollten. Chitin, Leder, Fell. Ich glaube, die Sondermaterialien an Rohstoffe für organisch. Ne? Ja, ich denke schon, das war's. Ja, es regnet jetzt. Ey. Super. Was für ein Wetter. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist kein Material. Ich glaube, wir hatten wirklich nur Metalle nur hier. Genau, da sind einmal Metalle. Metalle, 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 Metalle. Ja, ist in Ordnung.
Schau nicht so bedröppelt, es regnet nur. Hm. Siehst du, dass Maya Müller hier bedröppelt guckt? Nee, also. So, hier haben wir einmal sowas. Hier ist kein Sondermaterial Orianisch. Da auch nicht. Da sind die Knochen, die wollten wir ja dann auch mit reinkloppen. Was haben wir da? Nichts. Hier hätten wir nochmal Knochen und Ditte. Hier ist nochmal Chitin, die Kruste. Da ist nochmal Kruste. Was ist denn das da eigentlich? Magischer Kern. Ja, diese ganzen Magie-Rohstoffe. Hier, das da. Das kommt da nochmal rein. Magische Faser. Nee, das magische Zeug, das machen wir wirklich alles anders da nochmal. Was ist denn bitte hier? Rote Beere. Da habe ich nochmal Stein am Rumschleppen, okay. Kaputter Topf, bla, sowieso. Nicht viel. Hier haben wir das nochmal. Dann können wir die Kiste hier auch entsorgen. Damit ich hier nicht durcheinander komme. Wenn ich hier irgendwann nochmal Kisten reinbaue, ja, okay, aber erstmal mache ich das weg. Jo, okay. Das ist Sondermaterial, das ist ein Schildkrötenpanzer, das ist hier von so einem Terravogel. Alles Sondermaterial. Das ist halt so magisches Gedöns unter anderem. Das ist mein Pfeilzeug und Sattelzeug. Das ist alles an Sondermaterial, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, okay, dann ist das halt so. Das nennen wir dann Sondermaterial Bio. Dann weiß ich Bescheid. So, Sondermaterial Bio. Die Kruste auch. So, dann haben wir hier auch Holz gehabt. Und dann kommen hier irgendwo die Fasern. Ich glaube, das war ziemlich voll schon, ja. Ja, und da haben wir es gleich einsortiert. Ist doch geil, wa? Ja, ist doch schön. Mal sehen, was ich jetzt für Materialien einsortiere. Theoretischerweise möchte ich hier gerne die ganze Erzfraktion. Also das ist alles für Erz. Und hier würde ich gerne Magie. Und hier können wir dann das ganze andere Zeug wie Werkzeuge und hast du nicht gesehen machen, ne? Also hier kommt alles, was mit Erz ist. Erze, Metalle. Das geht dann bis dahin. Und hier kommt alles, was mit Magie. Da machen wir auch ruhig ein bisschen mehr. Magie-Rohstoff. Da kommt der Magie-Rohstoff. Das ist, denke ich mal, realistisch. Dann besorgen. Halt! Halt, halt, halt. Da war doch was. Danke. Jetzt sind wir nämlich um einiges leichter geworden. Ist da noch einer drin in 6? Nee, der ist auch jetzt alle. Wir haben jetzt auch keine Schilder mehr. Das heißt, das nächste werden wir wieder machen, brauchen wir Schilder. Gut, Erze und Magie. Erze und Magie. Das heißt, jetzt holen wir uns alles, was an Erze und Magie hier gibt. Was haben wir denn da? Da ist erstmal nichts. Hier haben wir Erze. Coole Nummer.
Auch nochmal Erze. Gut. Dann haben wir noch eine Sektion, die nennt sich dann Bauwerkstoffe. Und nochmal eine Sektion, die nennt sich Utilities, Werkzeuge, Waffen, Rüstung. Irgendwie sowas in der Art. So, da haben wir Silberbarren. Jetzt sind wir schon mehr oder weniger voll. Das geht schnell jetzt. Das ganze Erzzeug ist schwer. Das ist wirklich schwer. Wenn wir die ganze Zeit nur so getan hatten, als hätten wir hier schleppt, jetzt schleppen wir wirklich. Und deshalb ist es so geil, dass ich die Erze jetzt hier vorne hingekloppt habe. Die Erze kloppe ich auch erst einmal so rein. Das sortiere ich mir dann, wenn ich hier alle Erze habe. Und beziehungsweise auch die Magieteile. Die Magiesteine sind nämlich auch schwer. Das hat alles Gewicht richtig. Das hat so... Na, das wiegt halt was. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir denn da? Feine was Steinwand sowieso. Privileges Certificate. Das ist super, dass ich das habe. Dann haben wir hier nochmal Kupfererz. So, hier kommen doch mal Metalle. Das ist hier doch nochmal Eisenbarren. Und schon sind wir wieder voll. Das geht flott jetzt. Häschel, häschel, häschel. So. Immer das hier runter, immer das hier runter. Das sortieren wir mal zusammen. Das ist das schick. Wow. Jetzt müsste ich so eine Schubkarre haben wie ein Eco. Habe ich nicht. Das Spiel ist ja hier nicht Eco, ganz einfach. Ne? Deshalb halb hier die Schubkarre nicht. Hier, Metall. Jetzt kommt der... Na, hier nicht. Inventar. Metall, 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 Metall. Das ist hier nochmal Glasnosten. Das war aus dem Osten. Ansonsten ist das Ding jetzt leer. So, das Holz habe ich auch mal rausgeholt. Und wir sind, schon sehr schwer. Kann auch nicht mal rennen. Aber zumindest haben wir eine etwas brauchbare Geschwindigkeit. Nicht so wie vorhin. Häschel, häschel. Holz hatte ich rausgeholt. Oma war hier Holz. Stroh, Holz. Hier haben wir Holz. Nehmen wir mal den angefangenen Block. Dann kommt der hier rauf. Das ist der schick. Und dann kommt der Metallurgy. So. Metallurgy. Das heißt, wir holen mal alles raus, damit sich das ein bisschen stapelt. Und dann kloppen wir alles rein. Ja, Katze mautzt hier gerade wie irre. Warum auch immer. So, wir machen das mal so, dass hier die rohen Dinger drin sind und da sind die geschmolzenen drin. Haben wir schon mal langsam ein bisschen Sortierung drin haben. Glas. Ja, Glas mache ich hier hinten erstmal mit rein. Das ist eigentlich eingeschmolzen. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Habe ich erstmal schnell mit nur mit rausgeholt. Bei Glas hat man ja wirklich diese Fenster hier leicht so eingehauen. Müssen wir mal gucken, ja. So, wir waren bis hier gewesen. Da dürfte jetzt nichts mehr drin sein. Ist es auch nicht. So, wie sieht's denn da aus? Ja, da haben wir Metallurgies. Ja, ich trage zu viel. Oh Gott, wir sind so schwer. 100er Block raus, oder was? Oh Mann. Ja, und schon ist... Oh Gott! Ja, besser? Boah, Leute, ey, nee, das ist mir zu Kriecherei.
Wie schwer ist denn das Zeug, bitte? Also 100 Metalle können wir tragen und können auch rennen. Cool. Was? Patrick, schönen guten Morgen. Hallo, ich bin Popöchen und herzlich willkommen hier im Strömchen bei einer Runde PixArk im Frühschoppen-Stream. Genau. Mann, bin ich schwer. So, hier war, das war eingeschmolzen. 100er Block wiegt halt, ja. Tja. Kann nicht wahr sein. Hallo Tierchens. So, was haben wir denn? Nochmal ein 100er Block. Es wird nicht wirklich weniger. Wir haben Materialien ohne Ende angesammelt. Fleißig, fleißig, fleißig. So. Vor allen Dingen, wie viel Silber wir haben. Florian Silbereisen in Action, ne? Krass. Hält ja keiner aus. Gut, wie sieht's denn jetzt aus? Das sollten wir hinkriegen. So, jetzt haben wir dann hier erstmal nichts. Wie sieht's da aus? Ja, noch mehr Barren. Es nimmt kein Ende. Okay, da ist nichts drin. Dann sind wir schon mal sauber. Da ist auch sauber. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier noch was drin ist. Inventar mal öffnen. Ja, hier haben wir ein bisschen Fleisch drin. Das sollten wir rausholen. Das Gammelfleisch können wir drin lassen. Das Holz holen wir mal mit raus. So, wie sieht's denn da aus? Soweit schick. Soweit schick. Hatte ich die Ecke angeguckt? Ja, okay. So, damit haben wir die Metalle drüben. Dann kommt das Magiezeug. Das wiegt auch nochmal. Oh Gott. Das ganze Magiezeug. Davon haben wir ja auch tonnenweise. Hm? So, Metalle. Hatte ich jetzt noch Erze? Nee, Erze hatte ich jetzt nicht. Aber wir haben Barren. So, das waren die Schwarzbarren. Dann kommen die hier. Was ist denn da los? Ach, das sind Goldbarren. Ach so. Die sehen so verdammt ähnlich aus. So, dann haben wir noch mal Holz. So, das ist schick. So, jetzt kommt das Magiezeug. Ja. It's magic. So, mal gucken. Was haben wir hier? Magiezeug. Da ist schon mal kein Magiezeug drin. Da ist leer. Das heißt, die Kiste können wir schrotten. Weg damit. Damit die mir schon mal nicht irritiert. So, da haben wir Magics. Magics, Magics, Magics. Noch mehr Magics und Magics. Und ich bin schwer. Aber wir können nur laufen, okay. Beziehungsweise gehen. Laufen können wir auch nicht mehr. Wir können nur noch gehen. Wow. Aber wie gesagt, das Zeug ist auch schwer, habe ich ja gesagt. Ne? Hat alles sein Gewicht. Hier sollten wir dann auch mit der Zeitbeleuchtung reinbringen. Ah, hier unten leuchtet es ja schon. Das ist ja schon mal sehr schön. Vor allem hier noch ein bisschen mehr Beleuchtung. Wenn wir halt die Werkzeuge hier in der Mitte haben, machen wir um die Werkzeuge auch Beleuchtung. So, Erze, Metalle, dann haben wir hier Magierohstoffe. Ja, alles mal hier drin. It's magic, yeah. So.